Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und heute gibt es die Review oder beziehungsweise die First Impression zur Mini-Break-Palette von Jeffree Star. Und das ist dieses schöne Teilchen hier. Und ich mache die einmal auf. Also das ist auch eine richtig, richtig schöne kleine Palette mit ein paar Farbtönen, die man gut verwenden kann, denke ich. Und ja, damit schminken wir jetzt den ersten Look. Mal gespannt, wie die Palette so ist. Ja, als erstes gebe ich mir jetzt hier mal so einen Concealer. Ich nehme hier einfach von Bare Skin oder Bare Minerals den Bare Skin Concealer und trage mir den einfach mal aufs Augenlid auf. Genau, also ich mache das einfach nur nochmal, um eine Grundierung zu haben. Und da wir hier natürlich jetzt keinen neutralen Ton drin haben, nehme ich jetzt einfach einen Single-Lid-Schatten, so einen neutralen, der ist hier von Essence jetzt. Den habe ich schon eine Zeit lang. Und dann nehme ich mir jetzt hier einfach so einen fluffigen Pinsel und gebe mir den einfach über den Concealer schon mal drüber. Als erstes würde ich jetzt in diesen Farbton hier reingehen. Das ist so ein rosa Ton, würde ich sagen. Es ist nicht nur einer, es würde ich nicht nur sagen, sondern es ist einer. Und zwar ist es die Farbe Bubblegum. Und den trage ich mir jetzt mal in die Lidfalte auf. Ja, als nächstes würde ich hier in diesen mittleren Farbton gehen und das ist Purple Punch und da nehme ich von Zoeva die 227, das ist so ein flacher Pinsel und den gebe ich mir so ins äußere V rein. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Farbe. Der gefällt mir auch richtig gut. Ja, dann gehe ich nochmal in den Rosaton hier unten rein und blende das nochmal so ein bisschen ein. Und nehme mir jetzt hier nochmal den weißen Lidschatten und gehe damit hier oben nochmal lang. Ja, und als nächstes nehme ich den Farbton Oral hier. Das ist so ein lila changierender Ton. Und dafür nehme ich mir hier diesen Applikator. Ja, und dafür nehme ich mir hier diesen Applikator und gebe das jetzt einfach mal hier vorne auf. Oh, der gefällt mir richtig gut. Schaut mal, wie schön der ist. Der gefällt mir gut, Leute. Dann nehme ich hier nochmal die 227 und blende das Ganze hier nochmal so ein bisschen aus. Ja, gefällt mir richtig gut. Also ich finde, sieht richtig schön aus. So, ich mache dann jetzt einmal den Rest fertig und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, um den unteren Wimmerkranz noch fertig zu machen. Ja, jetzt machen wir noch den unteren Augenbereich. Den Rest habe ich jetzt soweit fertig gemacht und da gehe ich nochmal in die Farbe Purple Punch, den wir im äußeren V aufgetragen haben und trage mir den einmal hier unten
ungefähr bis zur Mitte vom Auge. Das Ganze machen wir natürlich auch noch auf der zweiten Seite. Ja, und dann nehme ich mir hier so einen Smudger-Pinsel und gehe nochmal in die Farbe Bubblegum. Diesen schönen Pinkton. Und gebe mir den hier vorne auf. Und verblende den auch nochmal so nach hinten rein. Ja, so sieht das jetzt erstmal im gesamten Ergebnis aus. Und Highlighter fehlt noch. Und da nehme ich hier von Becca den Hatice Schmidt Highlighter, den Berlin Girl Glow Highlighter. Und ja, das ist dieses schöne Schätzchen hier. Und ihr seht, ich habe den auch schon ordentlich verwendet. Ja, und dann nehme ich mir von Zoeva jetzt den Luxe Powder Fusion 134 und gebe mir den jetzt einmal hier auf. Und ja, ich liebe diesen Highlighter und es ist so schade, dass es den nur limitiert gab. Ich hätte so gern, dass der ins Standardsortiment kommt, weil das einfach wirklich ja, eine richtig schöne Farbe ist, wie ich finde. So, jetzt nehme ich mir hier so einen Spitzenpinsel und gebe mir noch was in den Augenwinkel und auch noch ein bisschen was unter die Augenbraue. Ja, dann nehme ich mir hier einmal das Fixing Spray und das ist hier von NYX aus der Bear With Me Reihe. Dann nehme ich mir hier einmal eine Wimpernzange von Tresemmé habe ich hier und biege damit einmal meine Wimpern. Ja, und dann nehme ich hier von L'Oreal die Paradise Ecstatic Mascara und tusche mir damit einmal die Wimpern. Ja, als letztes trage ich mir hier noch einen Lippenstift auf und das ist der von MAC aus der Aladdin Collection und zwar die Farbe Friend Like Me. Ja, das ist einfach so ein schöner Nude-Tone. Und ja, das ist der fertige Look. Ich finde, die Palette ist wirklich sehr, sehr schön. Die Farben sind nicht zu kräftig, dass man gleich so richtig Pigment auf dem Auge hat, was man dann nicht mehr verblenden kann. Ich finde, man kann damit sehr, sehr schön arbeiten. Mir gefallen die Farben wirklich richtig, richtig gut. Ja, also mir gefällt der Look sehr, sehr gut. Ja, also die Palette, die Mini Breaker, ich kann sie euch echt empfehlen, wenn ihr sagt, ihr möchtet mal so ein bisschen was Buntes haben. Hier sind wirklich ein paar schöne Farben dabei. Und ja, mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut. Ich bin begeistert und ich glaube, es wird auch nicht das letzte Produkt von Jeffree Star sein, was bei mir einziehen wird, weil also bis jetzt von den beiden Paletten bin ich wirklich sehr, sehr begeistert und ja, die ist halt wirklich auch ein schönes Stück und ja, ich finde es super. Ich freue mich drüber und ja, schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, ob ihr schon ein Produkt von Jeffree Star habt. Würde mich mal sehr interessieren. Und habt ihr euch die Breaker, die Jawbreaker oder die Mini Breaker Palette auch geholt? Wenn ja, wie findet ihr die Palette? Würde mich auch sehr interessieren. Und ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt mir das doch gerne mit einem Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!